Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sind wir zu Gast bei Michael Hesemann. Vielen Dank für die Einladung. War mir ein Vergnügen. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz spannendes Thema, das Ihnen ja auch ein Herzensanliegen ist, über Fatima. Bleiben Sie also unbedingt dran. Nun, Fatima war, so hat es der große Pius XII. Genannt, der stärkste Eingriff, auch der wirkmächtigste Eingriff Gottes in die Geschichte seit den Tagen der Apostel. Und in Fatima haben 70.000 Menschen, egal woher sie kamen, kritische Journalisten, Skeptiker, Akademiker, haben das Sonnenwunder gesehen. Ein Wunder, wie es seit den Tagen des Herrn auf der Erde einfach keines gab. Dass auf einmal die Sonne rotierte, in vielen Farben rotierte und dann in drei Schüben auf die Menschen zugerast kam. Die Menschen, die Wärme gespürt haben, die Menschen waren vorher völlig durchnässt, weil es hat den gesamten Morgen über, die Nacht davor über geregnet, in Strömen geregnet und auf einmal waren die Kleidung knochentrocken, der Boden war knochentrocken. Also es gab einen physikalischen Effekt, der klar machte, es war keine Einbildung, keine kollektive Massenhypnose oder Massenhalluzination, sondern ein wahres Wunder. Und darum wurde ja Fatima auch relativ schnell von der Kirche anerkannt. Und da muss man fragen, wenn der Himmel so deutliche Zeichen setzt, was steckt dahinter, welche Botschaft steckt dahinter, was ist geschehen? Und wenn ich dann die Botschaft von Fatima betrachte, da wird ja komplett das gesamte vergangene Jahrhundert bis hin in die Gegenwart unter die Lupe genommen. Aus einer halsgeschichtlichen Perspektive vorausgesagt. Da wurde drei analphabetischen Seherkindern, Jacinta, Francesco und Lucia aus einem Bergdorf, die Lucia hat die Schafherden ihrer Eltern gehütet, die beiden anderen haben ihr geholfen dabei, waren noch zu jung, um selber Herden zu hüten. Und auf einmal kommt eine derart profunde Botschaft, kommen die drei Geheimnisse, über die hochrangige Theologen immer noch streiten. Und die Gottesmutter sagte dann im zweiten Geheimnis von Fatima, ja, der Krieg endet bald, der Erste Weltkrieg. Wir reden vom 13. Juli 1917, als das dritte Geheimnis oder als die drei Geheimnisse offenbart wurden. Der Krieg endet bald, aber wenn die Menschheit Gott weiter beleidigt, kommt ein neuer Krieg, kommt ein noch schlimmerer Krieg unter Pius dem 11. Und der Papst unter Fatima war Benedikt der 15. Also da wurde schon ein Name vorausgesagt. Und es stimmte in der Tat, wenn man den Einmarsch von Österreich, einem souveränen Staat, als Anfang des Zweiten Weltkrieges nimmt, das war unter Pius dem 11. noch. Und sie sagte auch, also vorher wird ein Licht am Himmel erscheinen. Und in der Tat war ein Monat vor dem Einmarsch in Österreich eine Aurora Borealis, die in ganz Europa bis nach Spanien und Süditalien gesehen werden konnte, erleuchtet in der Tat ein Licht den Nachthimmel. Und da hat auch damals Lucia hat von ihrem Kloster in Pontevedra aus, an der Grenze von Spanien und Portugal, hat das gesehen, hat gesagt, nun kommt der Krieg. Und dann wird Russland seine Irrtümer in der ganzen Welt verbreiten. Gemeint war der Kommunismus und nach dem Zweiten Weltkrieg hat in der Tat die Sowjetunion halb Europa besetzt und in der gesamten Welt den Kommunismus verbreitet. Dann aber wird der Papst mir, meinem unbefleckten Herzen, Russland weihen und Russland wird sich bekehren und der Welt wird Frieden geschenkt werden. Und diese Botschaft hat Johannes Paul II. Nach dem Papstattentat am Fatima-Tag am 13. Mai 81 wörtlich genommen, fuhr dann ein Jahr später nach Fatima, hat die Überlebende von den drei Seherkindern, die Lucia, getroffen und hat dann diese Weihe vorgenommen. Und das war 1984 am 25.03.
und innerhalb von einem Jahr kam Gorbatschow an die Macht. Vorher plante Tschernenko, der ein Hardliner war, den Dritten Weltkrieg. Die Sowjetunion plante für 1985 den Einmarsch, weil sie die Stationierung der Pershing-Raketen, der amerikanischen Pershing-Raketen, verhindern wollte, den Einmarsch in Westeuropa. Aber dann explodierte am Fatima-Tag, am 13. Mai 1984, also anderthalb Monate nach der Weihe, das Waffenarsenal der sowjetischen Nordmeerflotte und auf einmal war die militärische Überlegenheit dahin. Und der Tschernenko hat einen Herzinfarkt bekommen und war danach also nur noch ein Schatten seiner selbst und starb auch dann bald und wurde dann eben oder ersetzt durch Michail Gorbatschow, der dann die Politik der Perestroika einleitete und der Religionsfreiheit ab 88. Und dann kollabierte die Sowjetunion, Osteuropa wurde befreit und Russland hat sich bekehrt. Heute, man kann über Herrn Putin denken, wie man will, das ist eine ganz andere Sache. Das ist natürlich ein verbrecherischer Akt, der Einmarsch in einen souveränen Staat. Aber Putin ist nicht Russland. Russland, die Menschen dort haben sich bekehrt. Russland steht heute auf dem festen Boden der christlichen Weltanschauung. Und die Kirche ist so am Blühen und Gedeihen, dass an jedem Tag im Jahr 3 neue Kirchen eingeweiht werden, 1000 im Jahr. Und die Kirchen sind voll. Ich war in Moskau, ich war in St. Petersburg. Die Kirchen sind voll, auch mit jungen Menschen. Und die haben auch jede Menge Nachwuchs. Die haben im Jahr über 5.800 neue Priesteramtsanwärter. Also wir in Deutschland haben einen Bruchteil davon. Wir haben ein paar und 30. Und insofern hat also das stattgefunden. Und die Gottesmutter hat gesagt, dann wird der Menschheit eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Sie hat nicht gesagt, der ewige Frieden. Wenn wir dann aber sagen, wie haben wir reagiert auf die Bekehrung von Russland, die ein großes Wunder war, auf den Fall der Sowjetunion, ohne dass eine Kugel abgefeuert wurde. Wir haben nur noch gottloser gelebt. Ab den 90er Jahren mit Gender, mit Abtreibung, mit Homo-Ehe, mit all diesen satanischen Entwicklungen, die wir haben, haben wir eine gewaltige Krise der Kirche, des Glaubens, ein Glaubensabfall, eine Apostasie, wie es sie in der Geschichte noch nie gab. Und da dürfen wir uns doch bitte nicht wundern, dass auf einmal der Frieden endet und wir wieder Krieg in Europa haben mit dem Ukraine-Krieg und dass auf einmal doch ein dritter Weltkrieg droht, weil wir mit dem Geschenk des Friedens nicht dankbar umgegangen sind, sondern den Schenkenden nur ignoriert haben, so gelebt haben, als gäbe es ihn nicht und als wäre das Geschenk nichts wert oder sogar unsere eigene Leistung gewesen statt Gott. Und darum habe ich die Kampagne Deutschland dank Maria ins Leben gerufen, wo wir erstmal der Gottesmutter danken für die Wiedervereinigung, für 33 Jahre seit dem Fall der Mauer, die wir in Frieden und Wohlstand gelebt haben. Und dann natürlich Maria auch bitten, dass eben der Frieden bewahrt wird in Deutschland und in Westeuropa und der Frieden geschenkt wird der Ukraine. Darum Deutschland dankt Maria und betet für den Frieden, findet am 12. Oktober in Berlin statt. Und der apostolische Nunzius als Vertreter des Heiligen Vaters wird mitgehen und wird vor allen Dingen vorher auch im Pontifikalamt zelebrieren um 5 Uhr in St. Clemens. Eine Stunde später, 18 Uhr, geht man von dort dann los, den früheren Mauerverlauf entlang auf der Stresemannstraße durch das Brandenburger Tor. Die Fatima Madonna wird durch das Brandenburger Tor geführt, wo Johannes Paul II. Ihr 1996 vorausging, begleitet von Helmut Kohl. Und dann auf der Straße des 17. Juni am sowjetischen Siegesmahl, wo wir die Weiheformel von Papst Franziskus wiederholen werden, vom 25. März in diesem Jahr, wo Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herz Mariens geweiht wurde, hin zum Friedensengel auf der Siegessäule. Und da hoffen wir, dass wir etwas vom Geist der Dankbarkeit der Gottesmutter in die Hauptstadt bringen. Die Hauptstadt ja leider, die auch das Symbol der Gottlosigkeit wurde. Das heutige Berlin ist durch und durch gottlos, muss man leider sagen. Und die Bundesregierung, wie viele Minister haben allein schon auf den religiösen Eid verzichtet und was wurde da alles verabschiedet in dem Bundestag? Da muss man sagen, da muss viel gebetet werden
Und da beten wir mit der Gottesmutter und gehen mit der Gottesmutter nach Berlin. Jeder kann hinkommen und kann am 12. Oktober um 5 Uhr für das Pontifikalamt, um 18 Uhr für den Beginn der Prozession in St. Clemens an der Stresemannstraße in Berlin sein. Eine Kirche in Berlin, wo übrigens eine ewige Anbetung stattfindet und wo ein sehr starker spiritueller Impuls von indischen Patres ausgeht, der die ganze Hauptstadt erreicht. Und dann gehen wir, wie gesagt, von dort los. Und das wird etwa 1,5 Stunden dauern. Das sind 3,5 Kilometer. Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem Laufen. All die Pilgerbusse, die von vielen Orten kommen. Wir haben einen Bus von Heroldsbach, wir haben einen Bus von Hede, wir haben einen Bus von Krefeld, Okevela, der kommt. All die Pilgerbusse fahren hinterher. Man kann also da einfach einsteigen, auch wenn man kein Teil der Gruppe ist, und kann also ein Stück auch fahren. Und ja, also wie gesagt, jeder kann kommen. Gruppen bitte anmelden, weil wir brauchen etwa einen Überblick, wie viele Leute kommen, wie viele Busse vor allen Dingen kommen, weil wir müssen ja Parkmöglichkeiten schaffen und die Polizei braucht natürlich bestimmte Daten. Und darum Gruppen bitte anmelden über unsere Homepage www.deutschlanddankt-maria-in-einem-wort.de. Also schon mal das Jahr war die 200-Jahr-Feier der Gründung der Freimaurerei und die 400-Jahr-Feier der Reformation unter Martin Luther. Und die Freimaurerei hatte damals gerade sich Portugals bemächtigt. Also Portugal war vorher eine katholische Monarchie und dann haben die Freimaurer und Republikaner einen Putsch gemacht und haben ein riesen antiklerikales Programm gefahren. Die Orden wurden verboten. Darum war Lucia Ordensschwester in Spanien, in Tui und Pontevedra, weil es keine Klöster gab. Später wurde dann wieder ein Karmel eröffnet und Coimbra. Und dann ging sie dorthin, hat den Orden gewechselt mit Genehmigung vom Heiligen Vater. Aber es wurde also viel, viel, viel verboten und die Kirche verfolgt und diffamiert. Und da war also Portugal praktisch für die Freimaurer ein Versuchslabor für das, was in ganz Europa nach dem Krieg stattfinden sollte und dann auch stattfand. Und darum war natürlich die Botschaft dort auch genau am richtigen Ort untergebracht. Und generell die Stelle, wo die Gottesmutter erschien, ist auch sehr, sehr spannend, allein schon der Name Fatima. Jeder, der Fatima hört, sagt erstmal, das ist doch muslimisch, weil Fatima war die Tochter von Mohammed und seiner ersten Frau Aisha, dieser sehr viel älteren Kaufmannsfrau. Er war ja ein armer Kameltreiber und hat dann reich geheiratet. Eine sehr viel ältere Frau, ähnlich wie Macron heute. Und dass die überhaupt schwanger wurde, war schon ein Wunder. Und die Frauen im Dorf Mekka haben sich geweigert, ihr bei der Geburt zu helfen. Und dann, sagt die islamische Überlieferung, haben die Engel und die himmlischen Frauen, unter anderem auch Maria, ihr bei der Geburt geholfen. Und wenn eine Frau im Islam heilig, als heilig gilt, dann die Fatima. Und der Name Fatima kommt nun daher, dass ein Ritter, ein christlicher Ritter, während der Reconquista, also der Rückeroberung Portugals von den Mauren, die Mauren haben ja 712 die gesamte iberische Halbinsel okkupiert, und dass er dann also eine maurische Gesellschaft überfiel, die Männer alle gefangen nahm, die hat man dann ausgetauscht gegen christliche Gefangene. Und aber in die Prinzessin hat er sich verliebt und die konvertierte auch, hat auch den Namen Uriana angenommen. Nach ihr wurde die Burg Urem genannt, oberhalb von Fatima. Aber der Ort, wo sie immer gebetet hat und auch begraben wurde, wurde dann nach ihr Fatima genannt. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn wir an die Gefahr vom islamischen Terror denken, die ja vor einigen Jahren auch hochakut war. In Rom stand vor jeder Basilika ein Panzerwagen und alles war abgesperrt. Und in Fatima war keine Absperrung nötig, weil kein muslimischer Terrorist irgendwas machen würde in einem Ort mit dem Namen Fatima. Die denken, das wäre ihre Fatima. Also es war soweit der Attentäter von Johannes Paul, der hat gesagt, was ist eure Fatima, eure Göttin? Und dann war also völlig
überrascht davon, dass eben an dem Tag die Christen eine Fatima verehren, an dem Tag, an dem er das Attentat gemacht hat. Und insofern, also für die Zukunft Europas, wo ja doch ein Konflikt mit dem Islam droht, ein bedeutender Ort, der vielleicht auch irgendwo eine Einladung zur Konversion an die Muslime beinhaltet. Und dann war aber noch in einer anderen Situation, nämlich der Schlacht von Ayyub-Barada, in Fatima wichtig und vor allen Dingen diese Mulde der Iria, weil damals fand der Unabhängigkeitskrieg von Spanien gegen von Portugal gegen Spanien statt. Und die Spanier wollten eigentlich die Portugiesen, die sich für unabhängig erklärt haben, wieder einverleiben und haben also eine große Streitmacht geschickt unter ihrem König. Der portugiesische König, der hatte also riesen Angst davor und wollte schon kapitulieren. Und da war eine Art portugiesische Jeanne d'Arc, nenne ich der Don Nuno, ein christlicher Ritter, ein charismatischer, tiefgläubiger christlicher Ritter, der unter dem Banner der Gottesmutter die Portugiesen gesammelt hat und gesagt hat, nein, wir wollen ein unabhängiges, Maria-geweihtes Portugal. Und der hat seine Truppen in der Cova da Iria, in dem Feld, wo die Gottesmutter später erschien, gesammelt, einem natürlichen Amphitheater, war optimal dafür. Und da kam der König dann auch hin und dann hat man kollektiv an der Stelle Portugal der Jungfrau Maria geweiht. Und dann zog man einen Tag später in die Schlacht und die fand ein paar Kilometer weiter im Norden statt, bei Ayyub-Barada, und gewann die Schlacht wie durch ein Wunder. Der Papst sprach von einem Wunder, weil eben die Portugiesen mannmäßig weit unterlegen waren. Und dennoch haben sie die Schlacht gewonnen und haben dann auch eben Portugal dem unbefleckten Herz Mariens geweiht damals. Und insofern, wie gesagt, wurde schon einmal portugiesische Geschichte dort geschrieben und es gab keinen idealeren Ort. Auch der Engel, der den Kindern erschien vor den Marienerscheinungen, hatten die Kinder ja in den beiden Jahren vorher Engelserscheinungen. Und ein Jahr vorher hat der Engel dann ihnen auch Gebete beigebracht, hat sie vorbereitet, hat sie Dinge gelehrt, hat ihnen die Heilige Kommunion auch gebracht. Und die er natürlich aus einem Tabernakel entnommen hat, weil Engel können ja nicht konsekrieren. Auch wieder eine interessante Geschichte. Ja, natürlich. Es gibt einen kleinen Ort, 20 Kilometer von Fatima entfernt. Da erschien im Mittelalter mal der Erzengel Michael. Und da hat am 29. September immer eine eucharistische Prozession zu Ehren des heiligen Michael stattgefunden. Und danach hat also dann der Priester die Hostie aus der Monstranz geholt und in den Tabernakel gestellt. Und der kostbare Kelch wurde auch dort verwahrt im Tabernakel. Und am Tag danach war die Hostie weg und es war auf dem Tuch, dem Tabernakeltuch, war ein Blutfleck. Und man verwendet ja Weißwein in der katholischen Kirche und ein roter Fleck kann also auch nicht von Rotwein herkommen. Und darum war der Priester völlig verwirrt, befürchtete aber einen Hostienfrevel und war sein Leben lang beunruhigt, bevor dann die Memoiren von Schwester Lucia, die ja erst 41 erschienen, gelesen hat und dann kapiert hat, was überhaupt geschah. Da war er schon auf dem Sterbebett. Und dann hat auch den Fleck untersucht, das ist wirklich menschliches Blut, Blutgruppe AB. Und die Hostie war die der Engel gebracht hat. In anderen Erscheinungen, in Garabandal, hat die Gottesmutter den Kindern gesagt, wenn ihr einen Engel seht und einen Priester seht, dann grüßt erstmal und verehrt den Priester, weil der steht über dem Engel, weil Engel können nicht konsekrieren. Und da kommt der synodale Weg in Deutschland und sagt, wir müssen mal überlegen, ob wir überhaupt noch Priester brauchen. Ja, völliger Quatsch. Ohne Priester keine Kirche, keine Sakramente, keine heilige Eucharistie, keine Realpräsenz des Herrn im Tabernakel. Eine Kirche ohne Priester ist eine tote Kirche, weil nur Priester können konsekrieren und die stehen über den Engeln. Es gibt natürlich gefallene Engel, es gibt auch gefallene Priester, aber ein guter, gläubiger, frommer Priester steht über den Engeln und hat mehr Respekt verdient als die Engel. Aber auch der Erzengel Michael spielte in der Geschichte von Portugal etwas früher noch, nämlich im 12. Jahrhundert, eine große Rolle. Da haben nämlich die Portugiesen erstmal gegen die Muslime gekämpft und da war auch eine entscheidende Schlacht. Und da hat der damalige König in Portugal
dem Erzengel Michael anvertraut, der ja der Kämpfer war. Und dann erschien während der Schlacht am Himmel ein Komet, der Halleische Komet. Aber dann haben die gesagt, das ist der Flügel vom heiligen Michael. Und dann hat, nachdem er diese Schlacht gewonnen hat, der König einen Ritterorden gegründet, Ritter vom Flügel des heiligen Michael, San Miguel de Alba. Ich bin sogar Mitglied in dem Ritterorden. Ich bin also vom portugiesischen Thronfolger, weil ich in Portugal eben auch bekannt bin durch meine Bücher und weil ich für Fatima und Reliquienforschung viel getan habe, vom Thronfolger Don Duarte Pio de Braganza aufgenommen worden in den Orden vom Flügel des heiligen Michael, San Miguel de Alba, und einer der ältesten Ritterorden der Welt, muss man sagen, von 1147. Und also auch der spielte eine Rolle in Verbindung mit Portugal. Und so hat also dieser, war der Ort, auch das Jahr, das war ja das entscheidende Jahr im gesamten 20. Jahrhundert, das Jahr 1917. Ne? Also im Krieg entscheidend durch den Eingriff der USA, durch die Befreiung von Jerusalem aus der Türkenherrschaft. Das Wendejahr im Ersten Weltkrieg praktisch. Dann, wie gesagt, das Jubiläumsjahr. Und so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da muss man sagen, also in Fatima hat wirklich, da erkennt man das Wirken Gottes, da erkennt man, dass der Ort und der Zeitpunkt perfekt von der göttlichen Vorsehung gewählt wurden, damit den Kindern eben das kommende Jahrhundert offenbart wird und dann auch uns gesagt wird, was wir machen können, wenn wir Geschichte ändern wollen. Weil es gibt keinen Determinismus. Ne? Es gibt nicht, es steht geschrieben, keinen Fatalismus, wie ihn die Muslime kennen, sondern da hatte Lawrence von Arabien in dem berühmten Film recht, nichts steht geschrieben. Wir haben von Gott die Möglichkeit in die Hände bekommen, dass wir die Ursache-Wirkungskette außer Kraft setzen, indem wir umkehren. Wenn wir damals schon umgekehrt wären, wenn der Papst schon, als die Gottesmutter es forderte von Schwester Lucia, als sie im Kloster war, im Jahre 1929 die Weihe vorgenommen hätten, dann hätte der Zweite Weltkrieg nicht stattgefunden, der Holocaust nicht stattgefunden. Stalin hätte seine schlimmste Wüterei nicht machen können und. Wenn damals schon die Bekehrung stattgefunden hätte, mein Gott, wie wunderbar wäre das gewesen. Aber so dauerte es. Und erst Pius XII., sein Vorgänger Pius XI., war überhaupt nicht offen für Privatoffenbarungen. Der hatte kein Interesse daran, darum hatte Lucia bei ihm auch keinen Erfolg. Und dann kam Pius XII. Und der war an dem Tag Bischof geworden, zum Bischof geweiht worden, an dem die Gottesmutter den Kindern das erste Mal erschien, am 13. Mai 1917. Und der war offen. Und dann hat er natürlich auch erstmal gebeten, dass alles niedergeschrieben wird. Und als dann Lucia alles niedergeschrieben hat und es dann ins Italienische übersetzt wurde vom Portugiesischen, hat er dann die Weihe vorgenommen. Leider nicht, wie von der Gottesmutter gewollt, mit allen Bischöfen, sondern alleine im Alleingang. Aber die Folge war die Wende im Zweiten Weltkrieg. Vorher hat Hitler alle Schlachten gewonnen. Von dem Tag an, dem 31. Oktober 1942, kann jeder nachschauen in den Geschichtsbüchern, begannen die Kette der Niederlagen von Adolf Hitler mit El Alamein. Eine Woche später die große Niederlage in Nordafrika, wo Rommel, der berühmte General Rommel, die Schlacht verloren hat gegen die Engländer. Und dann kam Stalingrad, die Katastrophe von Stalingrad und. Das war der Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und auch der Wendepunkt bei Stalin. Stalin hat danach die Kirche nicht mehr verfolgt, auf jeden Fall die orthodoxe Kirche, im Gegenteil. Er erlaubte Prozessionen. Er hat Ikonen über russische Städte fliegen lassen. Er hat in der zerstörten Stadt Stalingrad 3 orthodoxe Kirchen aufgebaut. Also Stalin hat auch eine Wende durchgemacht und war von dem Moment an, er brauchte natürlich die Kirche auch im Krieg, war er kein Kirchenverfolger mehr. Diese blutige Verfolgung der frühen Stalinjahre hatte ein Ende. Also insofern hat auch die Weihe etwas gebracht. Und auch die Weihe, die Papst Franziskus nun gemacht hat, nachdem wir ja, wie gesagt, so viele Jahre gelebt haben, als gäbe es Gott nicht und die Weihe nicht mehr anerkannt haben, die Wirkung der Weihe von Johannes Paul nicht mehr anerkannt haben. Aber was war? Die Russen standen vor Kiew.
Die Russen standen Mitte März vor Kiew und Kiew drohte zu fallen. Und dann auf einmal die Wende im Ukraine-Krieg nach der Weihe, dass die Russen nur noch das Grenzgebiet haben wollen als Pufferzone und ihre Kämpfe also darauf, auf die Donbass-Region konzentriert haben und Kiew gerettet wurde und damit die nationale Identität und Unabhängigkeit der Ukraine, wie auch immer der Krieg ausgeht. Und was in den kommenden Jahren geschieht und was, welche Wirkung dann noch die Weihe hat, werden wir noch sehen. Aber immerhin, einen Effekt hat sie unmittelbar danach schon gehabt. Der Kern der Botschaft von Fatima liegt in den beiden Worten, wenn, dann. Wenn die Menschheit weiter sündigt, wird es Katastrophen geben. Wenn die Menschheit sich bekehrt, wenn bestimmte Handlungen vollbracht werden, dann kommt Frieden in der Welt, wie die Weihe. Ne? Und Fatima ermächtigt den Menschen und macht ihn zum Mitgestalter der Geschichte. Gott will keine Schachfiguren haben, mit denen er spielen kann, sondern Gott will selbstständige Menschen, die sich freiwillig zum Guten und Richtigen entscheiden. Und darum sind natürlich Privatoffenbarungen gut. Der Aufruf, bekehret euch, kehrt um, steht natürlich in der Bibel ein paar hundert Mal. Schon bei den Propheten im Alten Testament und beim Johannes dem Täufer und beim Herrn und bei den Aposteln und. Die Privatoffenbarungen bringen keine Neuigkeit. Aber die Privatoffenbarungen updaten, Aggiornamento war das große Wort von Johannes dem 23. Updaten würde man heute sagen, die Botschaft auf die konkrete Situation der Gegenwart. Und die Menschen sind ja auch müde geworden, die Botschaften der Bibel in ihre Gegenwart zu holen, muss man sagen. Aber wenn den Menschen vor Augen gehalten wird, hier droht akut die und die Gefahr und die Gefahr beim Namen genannt wird, dann werden vielleicht noch die einen oder anderen aufgerüttelt werden und kehren um. Und das sind einfach Privatoffenbarungen, eine aktualisierte, auf die Gegenwart hingerichtete Neuauslegung oder Wiederholung des uralten Rufes, kehrt um, bekehret euch, tut Buße. Jonas in Ninive, Ninive hat gehört, Ninive hat sich bekehrt, Ninive blieb verschont. Insofern brauchen wir auch nicht, wenn irgendwelche Schreckensszenarien angekündigt werden, schlottern vor Angst und sagen, oh mein Gott, und depressiv werden. Wir haben es in der Hand. Sodom wäre verschont worden, wenn es auch nur 10 Gerechte gegeben hätte. Also jeder Einzelne zählt. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Menschen in Sodom gewohnt haben. Da habe ich noch keine Schätzung von dem Ausgräber, den ich gut kenne. Sodom wird ja gerade ausgegraben in Jordanien unter dem Tel el-Hammam, eine Stadt, die durch eine kosmische Katastrophe zerstört wurde, wo ein Meteorit über dem Toten Meer explodierte und eine Feuerwalze über die Stadt ging. Das ist wissenschaftlich belegt. Da gibt es nun in Nature einen großen wissenschaftlichen Aufsatz, nachdem man also verglaste Tonscherben gefunden hat und weggeblasene Häuser auseinander, von einer Druckwelle auseinandergerissene Skelette gefunden hat und. In Tel el-Hammam steht alles in meinem neuen Buch, die Bibel hat recht. Ich war also dort und habe geforscht. Aber wie viele Menschen genau in Sodom gewohnt haben, kann ich trotzdem noch nicht sagen. Das werden wir aber auch bald herausfinden. Aber in etwa auf jeden Fall, aber da hätten 10 genügt. Und darum muss man evangelisierend wirken. Muss man, und Sie geben ja ein wunderbares Beispiel dafür auch ab, auch gerade bei jungen Christen muss man einfach das Evangelium immer wieder den Menschen anbieten und vermitteln in einer Sprache und auf eine Art und Weise, die sie verstehen, weil wir immer noch die Chance zur Umkehr haben. Und unser Leben hier auf der Erde ist, und nun muss man mal das böse Wort verwenden, ein Fliegenschiss verglichen mit der Ewigkeit Gottes und der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und dafür sollten wir leben und arbeiten.